Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. George Gross. Hirnzirkus. Gedankenflüge. Hörspiel aus Briefen, Texten und Gesängen. Bearbeitung Michael Farin. Musik. Dsch! Yankees Lieder. Licht. Puh, 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 puh. Viel Licht. Blau, Rot, Grün. Vier Mann. Renellos? Hey, hopp, los! Einer schießt nach vorne, einer, ein zweiter, ein dritter zurück und bum, da, fa, abermals, bap! Obern wächst ein Mensch im Theaterhimmel, bizarr, unmöglich und doch, da! Hey, abermals, Sprung, 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 Doppelsalto! Musik. Hoch über Köpfen rot in leuchtenden Himmel segeln die Plötzlerellas. Vier Mann und eine Dame. Vier Mann in Grau, ein Schenkelschlag. Vier Mann in Grau segeln hoch an Stangen und Stricken, fallen, schießen und taumeln herunter. Schießen abermals hoch. Und zittern. An Bambusstangen entkronten hoch immer höher in leuchtenden Himmel, wo Glühlampen starren und funkeln. Da, tja, tick auf, scha, 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 tick auf, scha. Kunstmaler bin ich gar nicht mehr, das habe ich aufgegeben. Ich bin jetzt Bourgeois. Vielmehr, ich versuch's zu sein. Und habe infolgedem alle seine Lebensgewohnheiten zu den meinigen gemacht. Mein Leben? Es ist verflucht langweilig. Die Stunden sind derart grotesk verlängert hier, dass man selbst beim besten Willen zur Tätigkeit stets noch einen großen Bottich dickflüssiger, arterienverkalkter Zeit übrig hat. Wisse denn auch, dass ich diesen Brief nicht schreibe aus gar abgrundtiefen Hinneigungsgefühlen, so man Freundschaft benennt, sondern aus Mitleid mit mir selbst, das heißt mit meinem Gehirn. Eine Rotationspresse wird unbrauchbar, wenn nicht mit derselben gedruckt wird. So mein Gehirn. Ohne Gedankenumdrehungen würde es leicht Stockflecke bekommen und zusammenschrumpfen. Um dem vorzubeugen, habe ich mir vorgenommen, an bestimmten Tagen, das ist Ordnung, zu bestimmten Stunden systematisch geistig zu arbeiten. Hey, hopp, los! Einer schießt nach vorn, einer, ein zweiter, ein dritter. Zurück, abermals, hey! La Paquita, orientalischer Schleifentanz. Patent Nummer 407631. Vorhang, aber jetzt. Achtung! Licht blendet, hell, Nerventasten fühlen, dorthin, wo die Drahtseilpflanze wächst. Zwei Männer in Blau, hey, sie kommen. Graziös, facil, leicht, trippelnd. Brüste sind straff unter Trikots, die erotischen Schenkel, grauen. Die Drahtseilpflanze zittert erregt unter ihnen, wie Insekten, graue Käfer, springen, tanzen. Einlage. Zu diesem geistigen Arbeiten rechne ich unter anderem das Niederlegen von Gedanken, egal welchen Anstrichs, in Form von Briefen. Dass für mich ein Brief keine Sympathiekundgebung bedeutet, wirst du sicher begreifen. Wohl aber ein Teilnehmen lassen an Stimmungen und Gefühlsverfassungen. Ich gebe gewissermaßen als Beispiel einem fremden Menschen ein Eintrittsbillett zu meinem Gehirnzirkus, in dem meine Gedanken Salto springen, Seiltanzen, Boxen und wie Clowns Kapriolen schießen. Dieses Eintrittsbillett gibt man natürlich nicht jedem ersten Besten. Man gibt's eben dem, dessen Adresse man gerade weiß.
Und so gebe ich dir hiermit also eine Einladung, dir die Sprünge meiner Gedanken mit anzusehen. Gratis natürlich. Los! Hey, hopp, rosane Frösche. Einer schießt durch die Luft, ein zweiter, ein dritter. Salto in 3 Meter Höhe. Absprung, Absprung. 2, 3, 4. Hey, hey, hopp. Einer schießt durch die Luft. Laternen zittern, ein zweiter, ein dritter. Trapeze taumeln, wanken. Sind Häkelmuster, sind fliegende Stöcke. Eine dünne rosa Spinne turnt am einen Faden bühnenabwärts. Abwärts. Absprung. 2, 3, 4. Hey, hopp. Wie Bambuswald ohne Kronen. Traumhaft. Menschen wachsen empor und fallen wieder wie die Kokosnüsse herunter. Scheinwerfer. Blau. Rot. Grün. Feenhaft. Hey, hopp. Einer schießt durch die Luft. Ein zweiter, ein dritter, ein vierter. Doppelsalto. Turmbau zu Babel von Menschen. Trommeln rasseln. Hey, hopp. Donnernd stürzt alles zusammen. O Körperchaos. O Artisten. Mein zweites Ich grunzt behaglich. Eins von den vielen zweiten, dritten, vierten und so weiter Ichs, die in mir wohnen. Und lässt dich wissen, ich sitze in einem sehr saftgrünen Sammetsessel. System 1883. Ich proste dir zu, denn in meiner Hand habe ich ein großes Glas himbeerfarbener Erdbeerbowle mit vielen ersoffenen Erdbeeren darin. Noch Geburtstagstrank. Ich sitze allein. Mir zu Häupten die Schlummerrolle mit Trotteln in denselben angenehmen Tönen der Erdbeerbowle. Du kennst diese Schlummerrollen, o Fremdling? Nein? Dann höre. Sie werden meist angefertigt von älteren Fräuleins, die immer noch auf den Gefährten ihres Lebens harren. Trommelrasseln, donnernd, stürzt alles zusammen. O Körperchaos, o Artisten. Soldaten sind hier, unglaubhaft viele, so dass Zivilisten verschwinden in der Menge bunter Kleidung. Man sollte nun meinen, die Gegensätze ziehen sich an. Dem ist nicht so, im Gegenteil. Überhaupt das Leben hier, lieber Robert, du erleidest Gemütserschütterungen, jedenfalls auf Teile meines sozialdemokratisch-antimilitaristisch infizierten Gehirnes hat dieses uniformierte Leben hier Ähnliches ausgelöst. So kulturlos sonst so eine westpreußische Garnisonsstadt auch anmutet, sie hat doch meist immer Zeichen von allgemeiner Kultur übernommen. Ständig sind dies 3 Dinge. Denkmale, elektrische und Kientöppe. Dazu kommt dann noch eine soziale Erscheinung, die aber in der noch so kleinsten Stadt auftritt, die Prostituierte. Auch hier bemerkte ich dutzende weise Freudenmädchen, dass er hier keine Bordelle gibt, leider. So ziehen sie auf der breiten Straße, der Hauptstraße, Paradoxon der Bezeichnung, sie ist sehr schmal. Hin und her, dem Wanderer schon durch ihr stinkendes Parfum den Beruf verratend. Viele dauern mich und ich wünschte dann, ich hätte ein Margaretenheim und wäre Vorsteher. Katholisch natürlich. Dann müssten sie mir alle ihre Sünden beichten und ich dürfte sie dafür streicheln. Mai 1915. Guter törichter Bell, höre dies in Kürze. Ich bin wieder Zivilist, seit April. Wenn ich nicht gegen die augenblicklich herrschenden heiligen Gebräuche in vaterländischen Dingen sündigen würde, würde ich mir gestatten, mich zu freuen. Durch ein instinktives Auflehnen gegen jeglichen Zwang, Diagnose eines Freundes, der Arzt ist, soll in meiner Stirn eine Eiterung entstanden sein. Ich behaupte aber, ich habe beim Militärdienst zu viel nachgedacht. Kurz, ich bin frei, Robert.
frei vom preußischen Militär. Ich will mich nicht länger auslassen über meine schönste Zeit, erspare mir das. Denn sollte dieser Brief geöffnet werden, so würde vielleicht die Zensur den hohen Grad meiner vaterländischen Gefühle nicht glauben. Und das könnte unangenehm für mich auslaufen. Auf alle Fälle würde die Zensur meine Gefühle falsch deuten. Obwohl ich der allerletzte bin, der an der wahrhaft imponierenden Größe deutscher Kultur zweifelt. Bester Robert, wer aber war denn je deutscher in Sitten und Kleidung als ich? Ich, der ich immer der deutschen Art das Wort gab, gegenüber fremdem Unsinn. Ich, der ich mich rühme, ein direkter Abkomme eines uralten Germanengeschlechts zu sein. Ich, der ich behauptet habe, Preußen ist das Gehirn der ganzen Welt. Einlage. Ach, Buenos Aires, Aires, la la la, la 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 la, ach, Buenos Aires. Ach, Robert, es ist so wunderschön, so heilig jetzt in Deutschland zu leben. Sieh, die ganze Welt hasst uns, wunderbar. Und alle diese herrlichen, gut ernährten Männer in der schmucken Uniform zu betrachten. Oh, wie ich die Uniform liebe. Und indem ich dieses schreibe, werde ich ach so traurig, dass ich die Waffen aus der Hand habe legen müssen. Ich hätte mir sicher das Kreuz verdient und wäre Offizier geworden. Wunderbares Preußenland, herrliches, großes, geeinigtes Deutschland mit deinem prächtigen Militär. Du allein bist berufen, den Samen der Kultur in alle die barbaren Nationen zu träufeln, gegen die wir kämpfen müssen. Robert, ich fühle mich klein und unwohl. Kopf- und Bauchschmerzen. Wenn ich sehe, wie ihr alle mithelft, Deutschlands Größe schaffen und wie ich hier allein nur nach dem schnöden Künstlerruhm trachte. Herzlichst, in altem Gedenken, Georg Ehrenfried. Ach, Buenos Aires, Aires, la la la, la la la, la la la, ach, Buenos Aires, am Itztacualta, da friert es, la la la. Nachbemerkung. Lieber Robert, ich bitte dich, ändere deinen englischen Namen. Meine gute patriotische Feder sträubt sich, denselben zu schreiben. Südende, Ende September 1915. Ich bin grenzenlos einsam. Das heißt, bin allein mit meinen Doppelgängern. Phantomatische Figuren, in denen ich ganz bestimmte Träume, Ideen, Neigungen und so weiter real werden lasse. Ich fetze gleichsam drei andere Personen aus meinem inneren Vorstellungsleben heraus. Und glaube selbst an diese vorstellenden Pseudonyme. Drei fest umrissene Typen sind so entstanden. Erstens Cross, zweitens Graf Ehrenfried, der nonchalante Aristokrat mit gepflegten Fingernägeln, nur darauf bedacht, sich zu kultivieren, mit einem Wort der aparte aristokratische Individualist. Drittens der Arzt Dr. William King Thomas, der mehr amerikanisch praktisch materialistische Ausgleich in der Mutterfigur des Cross. Ja, es heißt jetzt, Bewusstfähigkeiten zu entwickeln und dennoch, es lebt im Gross ein aparter Hang zum Einsamen, neben ausgesprochener Betonung zum lebendigen Genuss. Bedenke, man erzieht heute noch nach dem überlebten Wie? Grundsatz Friedrich des Großen, das ist, der Soldat soll in der Kaserne so getreten und malträtiert werden, dass er sich mit Wonne ins feindliche Feuer stürzt. Sind das Menschen? Ekelhaft und verlogen wie alles Menschliche, jawohl. Beten diese Kreaturen heute zu demselben Christus? Nur wird er spezifisch deutsch. Nein, ich möchte sagen, es wird aus dem internationalen Abrüstungsprediger ein preußischer, so allerdings gebrauchsfertiger Christus. Vielleicht geben wir ihm Uniform und so weiter. Überhaupt, die Zeit ist günstig für Scharlatane aller Art, vom Fleischersatzfabrikanten bis zu den Kriegsgesängen höfischer Lyriker. Deutschland zeigt uns sein wahres Antlitz. Ha! O heillose Harlekinade! Ein Traum von mir, jawohl, ist... Vielleicht kommen doch noch Wendungen, Empörungen. Vielleicht erstarkt eines Tages doch noch einmal der marklos gewordene internationale Sozialismus zu einem offenen Aufruhr. Es ist ein fantasievoller Traum, nichts mehr. Denn an die Säulen klebt man weiter die Gestellungsschlachtbefehle. Auf ins Schlachthaus. Herzlichst, Georg. Ach, knallige Welt, du Lunapark! Du seliges Abnormitätenkabinett, pass auf, hier kommt Gross! Der traurigste Mensch in Europa, ein Phänomen an Trauer. Steif Blut im Genick, kein Schnappehund.
Südende, Freitag 1916. Liebster Freund, du allein. Du Mutterseelen allein. Bell, Robert Bell, über meinem durch Kampf mit Indolenz und markantester Dummheit gebeugtem Schädel hängt ewig leise, fast zart pendelnd, die abermals drohende Einberufung. Fern, vielleicht auch meinem Ahnen näher, blüht stolz die leuchtende Blütendolde Garnisonsdienst, eventuelle Schreibstubenbeschäftigung. Als intimer Freund hielt ich es für dringend erforderlich, dir von diesen staatlichen, mich bedrohenden Erscheinungen mitzuteilen. Dann, was die äußeren Lebensumstände anbetrifft, so geht es mir recht schlecht. Es gelingt mir, dem zyklopenhaft grossdenkenden Individualisten wohl nimmermehr, mich an das augenblicklich so einträgliche Gebiet der sogenannten Kriegsgrafik anzupassen, was natürlich recht dumm ist für materialistische Verhältnisse. Der Hülle nach betrachtet trage ich noch genau denselben grauen, satanisch-grauen Clark-Anzug wie vor 5 Jahren. Ich gehe auch noch zur Orlik-Schulklasse als einziger Überlebender, nebst Fräulein Freiberg, eines kleinen ehemaligen Kreises. Alle anderen Schüler sind in die deutsche Armee eingereiht worden, teils zum Schießen in den Gräben oder zum Graben von Wellen. Es ist daher auch nicht so ohne weiteres romantisch zu nennen, wenn nunmehr der Knabengedanke an Auswanderung nach dem milliardenreichen Siegesland Amerika immer mehr Fuß in meinem Gedankenleben fasst. Der Zeichner Julius Pasquin ist bereits in New York. Nebenbei auch eine Schwester von mir trifft am 28. Januar in New York ein. Mithin wäre eine Basis für mich schon da. Herzlich stets, Georg Ehrenfried Gross, Ritter von Thorn. Traumhaft. Menschen wachsen empor und fallen wieder wie die Kokosnüsse herunter. Scheinwerfer. Blau, rot, grün. Trommeln rasseln. 1916. Lieber Schmalhausen, ich kann heute am Abend nicht zu Ihnen heraufkommen. Schuld ist der Dichter Theodor Deubler. Nachbemerkung. Schreiben Sie bitte doch Gross. Gross statt Groß. Hey, hopp. Einer schießt durch die Luft. Laternen zittern. Ein zweiter, ein dritter. Trapeze taumeln, wanken. Sind Häkelmuster, sind fliegende Stöcke. Hey. Juli 1916. Lieber Schmalhausen, hätten Sie wirklich gar keine Lust, mit uns morgen Sonnabend zusammen zu sein im Café der Friedrichshof, Friedrich-Ecke-Kochstraße? Es wimmelt dort von Artistenehepaaren. Nebenbei ist Friedrichshof bei Gott keine Spelunke noch Löwengrube. Hörten Sie übrigens auch, dass der Maler Gross ins Ausland geflohen sein soll? Ich traf gestern Abend den Dr. Vacomo. Sie wissen, den Mimo-Draben-Impressario, der Lotte Sarone süß für die Sünde hochgebracht hat. Der sagte mir, dass der Gross tatsächlich von der Bildfläche verschwunden wäre. Man spricht von Nordkalifornia. Wenn Sie Näheres wüssten, wäre es mir schon lieb, da der Schlingel vorher noch um die kleine Summe von 1500 Mark bat als Darlehen. Außerdem lieh ich ihm 2 meiner neuesten Kabinenkoffer und einen originalen Amerikamantel. Damals sprach er mild von Deutschland und wollte nur nach Leipzig. Grüßen Sie bitte Ihre Frau Gemahlin und auch die Kinder. Ende 1916, lieber Robert Bell, ich wohne vor wie nach in dem reizenden, spießigen, ornettbürgerlichen Berliner Vorort Südende. Und Tag für Tag erhält mein deutschen Hass durch das unmöglich hässliche, unästhetische, jawohl, schlecht, überaus schlecht gekleidete seiner deutschesten Bürger neue, sehr lichterloh brennende Nahrung. Was sehe ich denn, seitdem keine Ausländer mehr in Deutschland leben? Nur ungepflegte, dicke, deformierte, hässlichste Männer und Frauen vor allem. Degeneriert, obwohl ein dicker, roter, fettig, schlapper Mann hier als stattlicher Herr gilt. Mit schlechten Säften, vom Bier, mit zu dicken und zu kurzen Hüften. Kurz, es fällt überaus schwer beim Erinnern an so viel, ach, allzu viel Hässlichem, sich hier auf dem Papier in den Grenzen der Schicklichkeit zu bewegen. Es ist eine sich immer erneuernde Qual, als Sehender unter all diesen stinkenden Blinden zu leben. Und dabei haben diese Menschen, Christus, den ich gestürzt habe, spricht, welch Hohn von meinen lieben Brüdern, Trotteltum, Religion, die Macht. Sie zwingen mich zu ihren Diensten, indem sie mich einfach zu Militärdiensten einziehen oder sonst wie erschießen lassen. Ja, augenblicklich befinde ich mich abermals in jener überaus reizvollen Stellung eines Jünglings, der kurz vor der 2. Einstellung zum Vaterlandsdienste steht. Ach, es ist so schön, über das Schicksal, das, welches mir bevorsteht, nichts zu wissen. Es lähmt so angenehm, auch in wirtschaftlicher Beziehung. Gott, sind das dieses große Zeiten. Wie danke ich dir, Herrgott, verzeihe, wenn ich dich störe, dafür, dass, so dass ich dieses alles erleben durfte.
hier kommt Gross. Der traurigste Mensch in Europa. Ein Phänomen an Trauer. Steif Blut im Genick. Kein schlapper Hund. Tatsachen. Die 17-Jährigen müssen sich zur Landsturmrolle anmelden. Die Dienstuntauglichen, vollkommen Dienstuntauglichen, werden abermals ausgemustert. Und die hohen Behörden beraten die Erhöhung der Landsturmpflicht und die Einziehung der Greise bis 52 Jahre. Statistisches. Von 100 Deutschen, Alter 52 Jahre, haben 99 Herzverfettung, Arterienverkalkung, Nierenleiden, schlechte Säfte und so weiter. Auch verfetteter Nacken mit Furunkulose ist nicht selten, was wiederum auf Vorhandensein von Zucker schließen lässt. Das sind also die Menschenmaterialien, aus denen das Deutsche Reich seine neuen Armeen aufstellen will. Dennoch ist das rotwangige, verkalkte Spießerpublikum in seligstem Optimismus. Und selbst die skeptische Auffassung ist verpönt. Man glaubt, was man mit Bier überfülltem und Sauerkohl geschwängertem Magen eben glauben kann. Oh, es ist ein komisches Gebaren dicker, hässlicher, aufgedunsener Figuren, wie in einer parodistischen Komödie mit den hässlichsten, abschreckendsten Marionetten der Welt. Und diese Soldaten, diese Menschen, deren Gehirn, Kritik, Vernunft, deren Menschsein mit der Uniform verschwindet. Man fragt sich, wie ist es möglich, dass, so dass es Millionen von Menschen gibt, ohne Geist, ohne nüchterne Beobachtung des realen Geschehens, Menschen, denen man von klein auf in den Schulen Sand in die dummen, wässrigen Augen streute, deren Geist man mit den Attributen verdummender Reaktion vollfüllte, wie Gott, Vaterland, Militarismus. Ja. Es ist wahr, ich bin ein Gegner des Krieges. Das heißt, ich bin ein Gegner gegen jedes System, das welches mich zwingt. Vom Standpunkt einer ästhetisierenden Anschauung allerdings freue ich mich über jeden Deutschen, der auf dem Felde der Ehre, wie schön, den Heldentod stirbt. Deutsch sein heißt immer geschmacklos sein, dumm, hässlich, dick, unelastisch. Heißt, mit 40 Jahren keine Leiter besteigen können, schlecht angezogen sein. Deutsch sein heißt reaktionär schlimmster Sorte. Herzlichst, Georg Ehrenfried. Pass auf, hier kommt Gross. Kein schlapper Hund. Niggersongs im Schädel, bunt wie Hyazinthenfelder. Ragtime-Tänzer am Staketenzaun wartend mit der Menge auf Rob E. Lee. 18. Januar 1917, lieber Schmalhausen, ich bin eingezogen worden, so am 4. ungefähr. Augenblicklich sind ja meine Gedanken klar. Doch schon am 5. wurde ich hier in dieses Höllenlazarett eingeliefert, wo ich noch liege. Dunkel ist um mich alles. Und beinschwarz flattern die Stunden fort. Lieber Schmalhausen, ich durchschreite die blanke Hölle. Weiß, oh nein, schädelweiß, steht der gezackte Himmel in den Fenstern. Aber Sterne sah ich nie. Nur lauter Sehnsucht nach heißem Küstenland liegt in mir. Und über den Betten hängen schwarze Vögel, die Tafeln der kranken Tiere. Längst wich Menschliches aus ihren Gesichtern, den gelben, bösen oder roten, betuschten mit giftigen Seuchen. Oft klappert der Tod melodisch schlotternd zwischen den Saubetten. Heiliger Vater, fernher spielt jemand mit böser Brille Klavier. Das gräbt in meine Nerven Gänge und Unterstände. Daraus, Retorte des Gehirns, fließt viel Gift und Hass. Noch bin ich Kämpfer, obwohl sie mit Tüchern, Roten, winken immer zu. Lieber Schmalhausen, schreiben Sie mir, ich bin hier gänzlich allein. Ihr Georg, Gestorbener. Ach, Buenos Aires! Lazarett Kronprinz, Guben, 18. Februar 1917. Hallo, Bruder. Auf Insel einsamst stehend, in Meeren, Kotmeeren. Es hallen die Schreie der Lungensüchtigen, fern Röchels. Schwinge ich zum Gruß mein letztes rotes Baumwollhemd, arg zerfetzt. Ich grüße sie auf jener ebenso trüben entmarkten Insel, die rauchend liegt in schreiendem Dämmern, fernes blutig rot ausstrahlend.
Die Blutrots meiner selbstmörderischen Palette, längst wand man sie mir aus den krampfenden Händen. Seh sie stehen, Robinson, Einsamster, und rufen herüber, ha! Oft rasen die Melancholien, ich, ein Tantalus, Sturzsehen der Wut, hintergründig Tobsuchtszelle und Verzweiflung. Mein harter Dickschädel, o guter, ihn zertrümmert so leicht kein stinkendes Sklavenbeil, stößt an die Wände, an die mitleidslosen Lazarettsaalwände, da wurde früher getanzt. Es röchelt oft so fremd in meinem Hirn. Aber niemand tastete je an meinen Willen, den unbeugsamen Harten. Jetzt gehe ich durch Höllen, und alles Erleben in mir wurde Verwesung, Gift, und die Kadaver dampfen. Um mich sind scheue Tiere, oft mich grinsend ansehend. Losung? Nur fressen und saufen. Lieber Freund, ihr lieber herzlicher Brief freute mich. Ich sehe sie fern auf ihrem einsamsten Eiland, nur noch den ungeschändeten Sternhimmel über sich, und von weitem Unbekanntem aus grindigen Lazaretten empfangen sie ab und zu zerrüttete Töne. Und ich sehe den stolzen großen Dampfer, unzerschossen, es klirren die Ankerwurmketten. Schon schmecke ich Brandy auf verdorrter Zunge. Hallo. Ha! Braun segeln wir unter der gelben Kreiselsonne, das Meer glitzernd blau, Pariser blau. Fern steht morsch Europas verwesene Kultur. Oh, ich sehe Feuerlands rote Küste, sehe Brasiliens Wälder, sehe Mexiko. Reiter, lustig auf Pferden, die schwarze Manila-Zigarre im Schlund. Es glitzert der Radsporn. Ha, fernher dämmert's nach blauer Freiheit. Hoch an Bord des stolzen Schiffes. Ich grüße Sie viele, viele Male, Gefährte, stets Ihr George. Ach, Buenos Aires! Nachbemerkung! Die weißen Blätter vom November brachten einen Aufsatz von Theodor Doppler über mich mit 7 Zeichnungen. Schreiben Sie mir sofort! Ach, Buenos Aires, am Itztacualta, der vierte Lalala. 23. Februar 1917. Lieber Freund, man brachte mich in eine Nervenheilanstalt. Adresse? Landesanstalt Görden bei Brandenburg an der Havel, Reservelazarett 11, Station BW1. Stets Ihr George Gross. Der Mond rund verwest in milchigem Weiß, verflucht. O ursachenloses Träumen, fistelnd, die Irrenanstalt schläft traumlos. Bucklige Brücken, über die ich gehe, wackeln mit den Eisenzäunen. Laternen winken, hick, besoffenes Vieh treibt Fleck an Fleck wildgröhlend. Vaterlandsliebende Lieder flattern, einer kotzt Bier, Platsch. Platsch. Verflucht, o ursachenloses Träumen, fistelnd, die Irrenanstalt schläft traumlos. 15. März 1917, Lazarett Görden, Station BW1. Lieber Freund, meine Nerven gingen entzwei. Ehe ich dieses Mal nahe der Front verweste Leichen und stechende Draht sah. Vorerst hat man mich unschädlich gemacht, interniert, zur speziellen Begutachtung meiner noch in Frage kommenden Dienstfähigkeit. Die Lage ist die, entweder man schickt mich dienstuntauglich at home, oder aber wieder retour zur Landstürmertruppe nach Großbrensen bei Guben. Das bedeutet dann abermals den Zusammenbruch. Jahrelang hat man an sich gearbeitet, gefeilt, gebaut. Nun geht es eben nicht mehr, sich sofort so um- und einzustellen, wie es eine jeweilige Machtkategorie haben möchte. Geht niemals lieber. Verpflanzt den Baum in andere Erde, er geht ein. So mir. Die Nerven, jede kleinste Faser, Abscheu, Widerwillen. Meinetwegen krankhaft. Jedenfalls totales Versagen, selbst allmächtigstem Paragraphenzwang gegenüber. Lieber,
Es sind tolle Dinge passiert. Später werden wir noch erzählen. Wenn wir die Portweinflasche um Kaltbruderschaft trinken werden. Ich weiß, wir werden dies einst. Herzlichst dein alter Gogo, wie du mich nennst. Hier, auf deinen Fragen. Däubler ist in Berlin und auf Reisen. Davringhausen wieder gemustert, doch dienstuntauglich. Bell in Berlin. Einlage. Görden, 4. April 1917. Vorläufig immer noch eingeschachtelt im Nervenkrankenheim. Indes draußen der kitschige Lenz. Oh, Frühlingsgerüche. Weiber. Freiheit, die einst uns blühte. Knospen ansetzt. Dies depressiert. Gesehen hinterm Drahtzaun, innerhalb dessen Kriegsbeschädigte irrlallend promenieren und verwelkte Stängel harken. Noch Reste schimmligen Winters. Ich bin doch. Einsam kreisend, immer die Runde, soweit's die Behörde erlaubt. Wo sind die Weiber, Abenteurer und die Freunde? Zerhackt, zerstoben, genarrt, verhext in feldgraue Schlachtgesellen. Ach, manch einem schmerzt trüb im Hirn die Schmach. O Finale des Infernos, des wüsten Hin- und Hermordens. Ende des Hexensabbat. Ich soll bald als dienstuntauglich entlassen werden. Nach Ostern. Jauchentonne, 22. April 1917. Lieber Schmalhausen, wir leben hier in einer Jauchentonne. Maden mit Schwänzen. Dicht aneinander. Eingeschlossen, abgeschlossen. Und immer Geruch von Wildbraten und Darmgasen in der Luft. Nicht einmal mehr brennt meine Pfeife mit Players Medium Mixture. Längst versandet stehen die Tabakspeicher. Das geht so nun schon tagelang. Wochenlang. Die Gesellschaft ist gewählt. So manche sexuelle Anomalie fürs pikante Raritätenkabinett. Oder der hydrokephale Hermann mit turmhohem Spitzschädel und Zinnoberohren. Dann käme der bettpissende Bäckerlehrling, der Professor, der stets gebären will. Ferner Otto Bugatski, der tätowierte Chauffeur. Er zertrümmerte einen Feldwebel und beulte einen Schnurrbarthauptmann empfindlich ein. Dann Maxe, der Kurzbeinige, der einen Leutnant rentenfähig machte. Schließlich noch John vom früheren Sarasani, der sonntags mit seiner Braut im Abort Unzucht treibt. Nicht zu vergessen, der chronische, alkoholdelierende Feldwebel mit losem Säbel. Das sind einige der Gefährten in diesem Hexentanz. Manchmal erzählt dieser oder ein anderer beim Baumrindenersatzcafé seine Aventurien, wie nur je eines Paralytikers weiches Hirnchen fantasierte. Meine Stellung in diesem wilden Verein ist fest und sicher. Hin und wieder schreibe ich einem heiratsschwindelnden, einen glühenden, schwanzsteif machenden Liebesbrief oder ich tue Aufklärungsdienste. Meine Zigarette tut Wunder an Bestechung. Lieber, ich hoffe bald hier fortzukommen, wieder in meinen alten Bummleranzug hinein. Ach, ferne Lunaparks. Ach, zerbeulte, abgebrauchte Freiheit. Ob's Frieden gibt? Man hört so allerhand Gerücht. Eine Flasche Portwein darauf, wenn's wahr ist. Mit herzlichsten Grüßen, stets dein treuer Carissimo aus der Jauchentonne. Ach, knallige Welt, du Lunapark! Du seliges Abnormitätenkabinett, pass auf, hier kommt Gross! 1. Juni 1917, Südende, Stephanstraße 15. Lieber, nicht vergessen habe ich dich. Also kein Misstrauen. Ich bin von morgens bis abends auf den Beinen. Es gilt Geld zu langen. Du begreifst, wie das sich abspielt. Umarmung und viele herzlichste Grüße. Nachbemerkung. Ich bin als dauernd dienstunbrauchbar aus dem Heere ausgeschieden worden. Ach, knallige Welt. Du Lunapark. Sammelt euch, Boys, ankurbelt den Benz, 150 km/h, die Straßenbänder bergab, knall auf, Motor, auf dich ekelt der kalte Schweiß in die Lümmelgesicht, Turbulenz der Welt.
gegrüßt, Boys, über den Atlantik. Den Urwald zog ihr auf Noten mit eurer Banjo-Musik der neuen Welt. Den Hudson abwärts gleitet das Hausboot und dunkle Nächte und die schwarz behaupteten Nigger. Lieber Oz, Camarado, Motto nach der Melodie Stars and Stripes Forever, getragen, feierlich, pathetisch. Stern, Sternchen, wohl tausend weiße Sterne auf blauem Grund. Wohl tausend weiße Sterne auf blauem Grund. Mir friert der Sack schon furzt der Locharschwilder. Mir steht der Pint. Die Ladeluken sind verschlossen. Es dampft das Schiff, die Suki Tanzkankang. Hoho, Berlin, von Portweinflaschen reizvoll überpinkelt. Ja, Camarado, es ist noch viel Pestgas in den Lenzlüften, trotz Baumblüte und Mittagssonne. Verfluchter Gestank nach Schweiß und Leder und Staub im verklebten Schlund. Indes der Kopf groß steht, wie eine Giftblase voll Kot. Gelegentlich einen Ansaufen oder schlenkernde Tänze mit Weibern, die Schenkel haben. Ja, lieber Oz. Wo sind die Lunaparks und die großen Schaukeln und die Tanzcasinos? Dagegen bebt enorm die Zeit, es vibriert Adern geschwollen und stets drohen tiefhängende Wolken. Fast ist es, als gehst du unter Tag in Steinkohlengruben. Arbeit ist die Erlösung. Gewaltige Dinge auszudenken und Riesentableaus zu organisieren, Farbkomplexe zu schichten, Linien zu staffeln wie ein Feldherr, ganze Schlachtfelder voller blutendes Rot und die schwarzen Senkrechten. Für mich gilt es, dieses Tausende gleichzeitige des Banalsten heute. Wie schwer zu geben das Geschiebe der turbulenten Straße, die fabelhaften Bewegungen der Formate. Da sind Menschen, ihre Maschinen, die Tiere, das Blühen der Bäume, himmelblau oder grau. Pfiffe in der Nähe des Bahnhofs, ratternde Automobile, surrende Propeller. Von Gleisen jeder Art überspanntes Terrain, immer wieder Menschen, Exemplare aller Rassen. Deine Sehnsüchte fliegend über dem Äquator mit den großen Steamern. Vergesse mich im feinen Restaurant oder schlafend bei dem Frauenzimmer. Tausendfältig gesteigertes Dasein im Sakkoanzug oder Smoking. Immer wieder Sturm zu laufen. Sich selbst unterminieren, in die Luft sprengen. Kaum wähnst du dich noch gebrauchsfähig. Schon predigen die Halsarmee-Apostel die neuen Raids. Disziplin. Früh schon, wenn du deine Muskeln fühlst beim Üben mit dem Chest-Expander oder wenn es gilt, in die Manege zu treten und deiner und des Gegners blaue Sentimente zu zertrümmern. Lichterloh brennt ein Mietshaus. Ein Kind fällt in kochenden Spinat. Du radelst bereits auf Ersatzreifen. Gib es nicht auf, Junge, wenn du auch 6 Tage benötigst. Herzlichst, dein alter George. Das Drahtseil zittert. O Dame im Frack, ich werde dir ein Billett in die Garderobe. Hopp! O Dame im Frack, ich werde dir ein Billett in die Garderobe. Ich werde dir ein Billett in die Garderobe schicken. Südende 30. Juni 1917. Ich lebe vorerst hier ungestört. Bisher flatterte mich kein Militärpapier an. Ich male recht viel, ein größeres Stadtbild und ein kleineres Bild. Rots, viel Rots. Abends und nachtens hocke ich mit Rohrfederbündel und schwarzmagischer Tinte vorm Reißbrett. Ich stecke voll bis an den Hals hinauf mit Gesichten. Und diese Arbeit bedeutet mir alleinige Emotionen, federnde Erregung, sausende Straßenfront aufs Papier oder hui, Kreis der Sternenhimmel über einen roten Kopf. Die Elektrische platzt ins Bild, es klingeln die Telefons, Gebärende schreit auf, indes Schlagring und Solingmesser friedlich in der schwülen Zuhälterhosentasche schlummern. Ach, und die Labyrinthe der Spiegel, ihr Straßenzaubergärten, wo Zirze die Menschen in Säue abwandelt. Komischer Lodenhut mit Stutz oder den Rumtum-Tiddlewalk im Patifon, wo der Hörer sich ans Ohr festfängt und dir die Musik des Grammophons Palmen sind und Schiffe, mit denen du fortfährst. Oder die Gesänge der Schilder, du goldener Schirn, der Reigen der Buchstaben. Und die portweinroten, nierenzerfressenden Nächte, in denen der Mond ist. Neben Infektion und schimpfendem Droschkenkutscher. Und wo im staubigen Kohlenkeller der Würgemord passiert. O Emotion der großen Städte. Ja, mein Lieber,
Auch dir singen die Landschaften rote Melodien. Ebenso knallen Sterne dir über den brennenden Kopf. Zugreifen, lieber. Zugreifen, Kamerado. Ansonsten bin ich recht für mich allein. Den Tag über arbeite ich. Abends fahre ich dann in den Westen, um zu essen oder eine Begattung zu starten. Südende. 6. Dezember 1917. Kamerado. Es ist kalt. Sinnlos. Destruktiv. Immer meilentiefst bergab. Außerdem gibt's keine Kohlen. Für die Tafelbilder Maler nicht angenehm. Pinsele mal mit kalten Klauen. Bester Kamerado, hoffentlich saufen wir bald gemeinsamst eine Flasche Rebensaft, was? Gegenständlicher. Kommst du gelegentlich auf Urlaub in diese schönen Gegenden? Dezember 1917. Dein Brief traf ein. Vielen Dank. Sende nur gleich Zucker und Honig oder was du sonst auftreibst. Tee. Hier ist es immer noch verflucht windig. Ich male zurzeit an einem großen Höllenbild. Schnapsgasse grotesker Tode und Verrückter. Da spielt sich viel ab. Der Leibhaftige reitet auf dem queren Sarg nach links ab durchs Bild. Rechts übergibt sich ein Jüngling, speit all die schönen Jugendillusionen in die Leinewand. Oskar Panizza habe ich das Bild gewidmet. Ein Gewimmel besessener Menschtiere. Darin, dass diese Epoche destruktiv nach unten segelt, bin ich der Anschauung unverrückbar. Unser beschmiertes Paradies. Vielleicht aus Alkoholdämpfen entsteigt's dir. Deiner eigensten Romantik. Diese Insel, auf die du dich begibst, eingebildet. Um dich aufs Schlafsofa zu legen und zu träumen. Denke, dass wo du hintrittst, es nach Scheiße riecht. Parbleu, mille diable. Was erfanden sich die Menschen? Das Fahrrad? Den Fahrstuhl? Die Guillotine? Die Museen? Vorhang! Achtung! Licht blendet hell! Hey, Sie kommen! Back! Schwingen, tanzen, Einlage! Und haltet die Beine fest. Schenkelarme, Taumelschritte. Hopp! 22. April 1918. Aufgehellte Horizonte, lieber Schmalhausen. Draußen Oss, grünt es bereits. Dir im Lazarett schwirrt der bepuderte Schädel von Sahnesuppe, verlorene Schildkrötensuppen, Schweinsrückensuppe, Aalsuppe von Puddings. Rotbrennenden und ein Gläschen Kardinal, im Magen knurrt's begeistert. Ach, abgeputzte Mohrrübe, ach, ihr 6 Pfund Fleisch mit Muskat und Cayennepfeffer und Madeira-Soße. Es lebe das Petersiliengrün des Frühlings. Oh, Dichter her, besinge den petersiliengrünen Frühling und die blutenden Koteletten. Die Matrosen sind auf Deck. Aus finsterstem Ateliermilieu geht's in die Sonnenzonen, wo es keine Koksöfen gibt. Der alte Nordländertraum sozusagen. Ganze Pyramiden, Blechspielzeug und Grammophone über China. Siehst du, Oss? So lebt man. Die Sonnensehnsucht im Blut nach braunen Peru-Städten und Cowboy-Romantik. Dann aber auch die Liebe zu fabelhaftesten Zivilisationen, zur Stahlkonstruktion, zum elastischen Elevator, zu den gigantischen Manifesten der neuen großen amerikanischen Welt. Oh, Gesänge der Stahlsäge oder das Nieten von Konstruktionen. Kilometerhafte Weite durchsungen von Telefondrähten. Exaltiertes Gekurbel des Motors auf Zementbahnen und gleitende schwarze Dampfer. Hier Maler in die Reihen. Pinsle, was das Zeug hält. Fang die rasende Zeit ein, ehe dich der Teufel holt. Und ehe dir die Rotationsmaschinen den Grabgesang singen. Bedenke aber, nimm viel Schwarz auf die Palette und viel Graus. Farbig allein bleibt dein Weltbild nur im Varieté. Ja,
heilige, mein Gott, ja, Gleichzeitigkeit. Tausend Kehlen brüllen den gleichen Gassenhauer. Schichtenweise werden Städte zertrümmert. Ho, ho, Lotterie, bunteste Zirkusarena. Abnormitäten aller Kaliber in 3 Jahren. Stündlich neue Weltanschauungen. Schon geistern Donner an dem knalligen Horizont. Bald schneit's. O unseres Lebens seligster April. Also, all right, old Oss. Sei herzlichst begrüßt. Einen echt yankeehaften Shake Hands und Schlag auf die Schulter. Immer dein getreuer 6-Tage-Mann, George. Künstlerisch waren wir damals Dadaisten. Wenn das überhaupt etwas zum Ausdruck brachte, so war es eine schon lange gärende Unruhe, Unzufriedenheit und Spottlust. Jede Niederlage, jeder Umbruch zu einer neuen Zeit gebiert derlei Bewegungen. Wir hatten natürlich alle Titel und Funktionen. Ich zum Beispiel war der Propaganda-Da, was zwischen dem Namen und dem kleingedruckten Satz »Wie denke ich morgen?« auf meiner Visitenkarte stand. Ich hatte Parolen zu erfinden, die der guten Sache des Dadaismus nützen sollten, etwa Dada ist da oder Dada siegt oder Dada, Dada über alles. Wir druckten diese Parolen auf kleine Zettel und bald waren Schaufenster, Kaffeehaustische, Haustüren und dergleichen in ganz Berlin damit bepflastert. Es war wirklich besorgniserregend. Yankee Blue. 26. April 1918. Hier geht sonst alles in demselben Scheißtempo weiter. Kriegsanleihe 14 Milliarden. Lieber Oss, trotzdem bin ich saufroh zu leben. Und obgleich zur Zeit ohne Betriebskapital. Doch gute Hoffnung und froher Dinge. Ich arbeite auf Deibel, komm hervor. Täglich strahlt die Aprilsonne und leicht duften die Aprikosenbäume. Das heißt, hier blühen gar keine. Aber man riecht's doch. Quasi. Die Südlandsehnsucht in uns. Wollen gern heiße Himmel, so über den Atlantik und so fort. Natürlich, lieber Oss, geht dies zurzeit schlecht. Alle Grenzen versperrt. Nur einem Mann mit klassischer Protektion blüht die Zitrone in Lugano. Ach, Wonne. Auf Lorbeerterrassen Eisgetränke zu löffeln, hingelümmelt in rotem Bambusstuhl. Na, siehst du, Oss? Dein treuer Freund und Kumpan, Georges Leboeuf. Einlage. Den Bequemen gilt's zu stören beim Verdauungsschläfchen, ihm den pazifistischen Popo kitzeln, rumort, explodiert, zerplatzt oder hängt euch ans Fensterkreuz. Kleider runter, Hosen aus, oh la la, der Quellengeistertanz, komm Suki. Wir starten Südamerika, eine Käsestulle für eine schwarze Brasil. Mit roter Tinte bemal ich dir die Titten, jawohl, ja. Genufefa, geh in Italien, lass uns ziehen. Sargnägel her und Geburtszange, Ragtime-Schwanger, walze ich davon. 20-prozentigen John Hartfield, come in. Nasse Handtücher, Preis verstaucht sich's Gesäß, Alberts dreckige Nägel klimpern Vögel. Und Menstruation, als ob er nur assistierte, der dumme Hund. Suki zog den grauen Seidenstrumpf vom weichen Bein. Latte steht, Schildwache bei Emilien. Junge, Junge, Shin-Chan, Shinnermann. Und mein Schwanz, der tropft. Tripfe, Trapfe, Tripfe, Trapfe, Tripfe, Trapfe, Tropf. Prost, Raul. Prost, George Cross. Dünn Krawattiker vom Orinoco. Schnaps her, 20-prozentigen Plusplattenorchester und... Marys Bedrängnissen tanzt doch sonst ganz nett. Na? Die alten Chicago-Leute, die Südende-Männer mit den brennenden Lunten am Arsch von Manhattans Schlachtbanks und der turbulente Querschnitt durch Aprilnachts. Gestank. Sammle dich
Hoho. Gesang, Chorus. Wohl 1000 weiße Sterne auf blauem Grund. Mir heut der Schwanz, das Solingmesser fass ich fester. Kühl ab, Komet. Whisky-Reklame ist vorbei. Es tönt Pfiff aller Orten. Des Lebens Lenz ersoff in dem Abort. Shake hands, immer dein alter George. Wir hielten Meetings ab, bei denen wir gegen ein paar Mark Eintrittsgeld nichts taten, als den Leuten die Wahrheit zu sagen. Das heißt, sie zu beschimpfen. Wir nahmen kein Blatt vor den Mund. Wir sagten, lachen Sie nicht, Sie Hornochse. Oder Sie alter Haufen Scheiße da vorne. Ja, Sie dort mit dem Schirm. Sie einfältiger Esel. Antwortete einer und natürlich taten sie das. So riefen wir, wie beim Militär, als Maul oder kriegst einen Arsch voll. Und so weiter und so weiter. Wir verhöhnten einfach alles. Nichts war uns heilig. Wir spuckten auf alles. Das war Dada. Es war weder Mystizismus, noch Kommunismus, noch Anarchismus. All diese Richtungen hatten ja noch irgendein Programm gehabt. Wir aber waren der komplette, pure Nihilismus. Und unser Symbol war das Nichts. Das Vakuum. Das Loch. Lieber Oss, hier etwas zur Ermunterung. Ein Tagebuchblatt vom 29. April 1918. So fängt's an. Apachentänze in Futuristenkellern. Da kann man das Gruseln lernen. Stimmung mit 20%igem. Emil schluckt total besoffen Entwicklerjauche. Er ruhe sanft. So fängt's an. Junge, Junge. Durch drei Höfe. Zwei Etagen tief in der Erde. Ach du, Ragtime-bespritzte Kellerwand, quasi. Der Sucki die Achselhöhlen auszulecken. Ahem. Beim nächsten Quellengeistertanz zieh ich dir eins über den Popo. Noch umreicht dich Paris und die Apachenkneipen an den Hallen. Luda, Ass. Prost, Oss. Gib Badern mal eine Zigarre. Antreten, meine Herren. Dreimal ausgerechnet graulte schon der Tag. Trotzdem spielt das Grammophon zu leise. Sucki muss ausgerechnet opfern. Altar her und Schinkenmesser. Fass mir mal zwischen die Schenkel. Sucki, ich werde dir einen Penis auf den Arm tätowieren. Oder shake hands. Und glaube, liebe Hoffnung. Positive, positive. Umwerten, dampfen lassen, vergasen. Alexanders Radau-Exemble. Piff, paff, hooray. Wir waren wie Segelboote im Wind, mit weißen, mit schwarzen, mit roten Segeln. Wir hatten wenig Gewalt über unsere Boote und mussten fleißig manövrieren, damit sie bei dem herrschenden Sturm nicht umkippten. So manches Boot sahen wir schon Kiel oben treiben. Der Sturm tobte ununterbrochen. Aber wir segelten drauf los. Seine Melodie verstanden wir nicht. Denn unser Gehör war vom vielen Mal hinhören abgestumpft. Wir wussten nur, dass ein Wind vom Osten hereinwehte und ein anderer vom Westen. Und dass der Sturm um die ganze Erde blies. Ahoi! Seid gegrüßt, Boys! Über den Atlantik! Hey! Sie kommen! Einlage, schon Musik, Rex, und haltet die Beine fest, Schenkearme, Taumelschritte, hopp! Berlin nach dem Krieg, das war Lärm, Gerücht, Geschrei, politische Parolen. Was wird werden? Jahrelang hatte man sie ans Marschieren gewöhnt und so marschierten sie einfach weiter, ein bisschen weniger stramm, ein bisschen weniger ausgerichtet als zuvor. Jahrelang hatten sie auf Kommandos gehört, jetzt marschierten sie. Aber noch kommandierte keiner, marschieren mussten sie. Überall erschollen Hassgesänge, alle wurden gehasst. Die Juden, die Kapitalisten, die Junker, die Kommunisten, das Militär, die Hausbesitzer, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die Schwarze Reichswehr, die Kontrollkommissionen, die Politiker, die Warenhäuser und nochmals die Juden. Es war eine Orgie der Verhetzung. Und die Republik war schwach, kaum wahrnehmbar. Das musste mit einem furchtbaren Krach enden. Ich bin nun wieder 4 Tage in Deutschland, ziemlich kalt schon und Milliardenpreise.
Eine Million der kleinste Schein. Ich wollte dich nun bitten, lieber Mark, dass du mir ein Gutachten über meine Kunst schreibst. Du weißt, dass nächstens mein Prozess über Ecce Homo stattfindet. Da brauche ich eine Menge Gutachten. Einlage. Lieber Neven, thanks for your tobacco. I like very much the English tobacco. Speziell hier, in Deutschland, wo jeder Tabak so einen gewissen Wald-, Wiesen- und Feldgeruch hat. Berlin-Wilmersdorf, 7. Dezember 1925. Lieber Macaroni, dass ich fleißig arbeite, weißt du. Male viel Watercolors. Stelle jetzt davon 24 in Köln aus. Auch das weißt du schon, nicht? Schrieb dir schon darauf. Sonst, Mann, mau. Morgen gibt's Hasenbraten und Plumpudding. Braun und matschig. Von Cross und Blackwell. Verdammt teuer das Zeug. 6 Ämmchen, so ein kleiner, aber lecker. Doch Schluss mit der Gastronomie, teurer Freund. Bin den meinigen wiedergeschenkt. Bin genesen. Genesen von heftigstem Ohrenkatarr. Genas von unangenehmsten Schmerzen. Sitze hier auf dem Balkon von Möllers Strandhotel. Ein markantes Land dies hinter Pommern. Schmutzig, knotig, flach, dumpf und langweilig. Höchstens Luft und Ostsee erträglich. Die Menschen knotig, dumme, bornierte Scheißer. Wenn Heimatpoesie Tünche abgekratzt. Unhöfliche Scheißer dazu. Riesiger Großgrundbesitzer mit Leibeigenen. Furchtbar. Trotzdem kein bräugelscher Kampf zwischen dick und dünn. Ein widerliches Sklavenpack ohne Selbstachtung. Sind alle organisiert. Entweder im Stahlhelm, im Kriegerverein, im Schützenverein, im Kegelclub oder im Marineverein. Scheißer. Sind alle bullig konservativ. Ob arm oder reich, ist eine Schande. Hör du nur mal, wenn in so einer Stahlhelmversammlung gegen Frankreich gehetzt wird, da läuft es dir trotz Abhärtung kalt über den Arsch. Mensch, Macaroni-Neven, da kriegst du es kalte Kotzen. So wahr ich hier sitze. 17. Dezember 1930. Lieber alter Mark, die Nazis haben enorm zugenommen und beherrschen die Straße. Es scheint, als bewegten wir uns mittelalterlichen Zuständen entgegen. Alles, was einst da war, aber etwas vergangen schien, lebt wieder auf. Der Antisemitismus, Kriegsbegeisterung und hysterischer Nationalismus. Ich kann dir sagen, toll. Man glaubt es kaum, wenn man nicht hier lebt und täglich diese Hakenkreuzkolonnen mit Gesang und Juda-Verrecke-Gebrüll vorbeiziehen sieht. Hitler und der klumpfüßige Goebbels gelten als die kommenden Männer. Oft fragte man mich, ja, Herr Gross, wie konnten Sie denn das alles so genau vorher wissen? Und wie kam es, dass Sie rechtzeitig aus Nazi-Deutschland fortgingen? Hatten Sie Informationen oder hatten Sie eine Vorahnung? Haben Sie vielleicht eine Wahrsagerin befragt oder sich die Karten legen lassen? Ist Ihnen das Buch des Sehers Nostradamus in die Hände gekommen? Wieso haben Sie sich gerade noch vor Torschluss davongemacht? 6 Wochen nach ihrer Abfahrt fiel ja die Tür ins Schloss. Der Reichstag brannte und alle Menschen, die wie sie auf der Liste standen. Hauten raus den Gross, hauten raus das Schwein, hupla hups, joche. Das will ein deutscher Maler sein, das ist ein bezahlter Judenknecht. Haut ihn aufs Maul, ihr habt das Recht. Haut ihm auch eins auf die Hände. Die Beschmiere des Hauses Wände, huppela hups. 1, 2, 3. Ha wulle wums, jochai. Wir wollen im Gross den Arsch verhauen. Wir lassen uns nicht das Haus versauen von undeutschem Stift und undeutschem Wesen. Wir fegen aus mit eisernem Besen. Fiss und Fiss und Fiss und Fiss. Fiss, 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 Fiss. Die Geschichte, warum ich Deutschland rechtzeitig verließ, beginnt mit einem Traum. Ich biege in eine Nebenstraße ein. Es geht bergab. Nicht steil, aber doch merklich. Die Straße wird enger und plötzlich auch dunkler, wie beschattet.
von einer großen Hand oder von Wolken. Nein, es kommt mir vor, als sei da auf einmal eine Hochbahn hinter mir. Es saust und dröhnt auch natürlich, das macht die Straße so dunkel. Aber wie ich zurücksehe, ist keine Hochbahn da. Die Häuser, alle ohne Balkons, stehen ein wenig schief. Die Tür führt in einen dunklen Gang. In diesem schimmert ganz hinten etwas Licht. Da geht es ins Freie, denke ich. Da geht's raus. Richtig, der Gang führt ein wenig schräg nach oben. Also doch ein Keller. Hauptsache, ich komme erstmal hier heraus. Ziemlich mysteriös alles. Wenn ich nur eine Taschenlampe hätte. Die Schritte tönen ungeheuerlich. Menschen gibt es hier wohl überhaupt nicht. Vielleicht ist Sonntag. Die sind alle zum Fußballspiel. Trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, als folge mir jemand. Da erst sehe ich in der einen Ecke, drüben, eine Wendeltreppe, wie bei einem Aussichtsturm. Ein kleiner, schwarz gekleideter Herr in einem sogenannten Tanz- oder Diplomatenanzug mit schwarzen Borten an Jackett und Hosen und einem steifen Hut auf dem Kopf springt äffchenhaft von Stufe zu Stufe die sich spiralig windende Treppe hinauf. Er winkt mir dauernd lustig zu. Kommen Sie mit, höre ich ihn rufen. Kommen Sie um Gottes Willen, beeilen Sie sich, bevor es noch mehr stinkt. Immer höher und kleiner werden sehe ich ihn in grotesker, perspektivischer Verzerrung, mit den weiß behandschuhten Händen winkend. Einige Fensterläden öffnen sich bereits. Und getrocknete Fische fallen heraus. Wie Herbstblätter, denke ich, obwohl der Vergleich nicht recht stimmt. An mir vorbei, auf mich herunterfallen sie. Schon werden meine Schultern von den fallenden Fischen gestreift. Einer bricht im Fallen mittendurch und ein stinkendes, grätiges Stück Rückgrat bleibt an meinem Anzugstoff hängen. Immer mehr Fensterläden gehen auf und es regnet buchstäblich Fische. Schon reichen mir die getrockneten Kadaver bis zum Knie. Ich wate förmlich durch die getrockneten Fischleichen. Aber kaum stecke ich den Kopf über die letzte Treppenstufe, da kommen auch schon Kohlenstücke geflogen. Der bärtige Mann dort. Ja, Herrgott, noch einmal, das ist aber wirklich die Höhe. Wirft nach mir mit großen Kohlenstücken. In hohem Bogen kommen sie angeflogen. Ich will ihm gerade zurufen. Hör mal, will rufen, hör mal, lass das doch. Aber in dem Augenblick ändern sich seine Gesichtszüge und er ruft mir laut und deutlich zu. Ich höre es noch. Warum gehst du nicht nach Amerika? Ich erwache und erzähle den ganzen dummen Traum meiner Frau. Kaum sitzen wir beim Frühstück, da klingelt es und der Depeschenbote bringt ein Telegramm aus Amerika, abgesandt von der Art Students League in New York. Sie bitten mich darin, nach New York zu kommen und den Sommer über an ihrem Kunstinstitut zu unterrichten. Hey, hopp, los! Radio City, Wall Street, Irving Trust Gebäude. Blind man with a banjo. Popos unter engen Kleidern. Autos, 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 Autos. New York. Die Stadt. 4. Juni 1932, liebe Eva. Die letzten zwei Tage war gutes Wetter. Heiß. Man merkte den Klimawechsel. Dann die Ankunft in New York. Gar nicht zu beschreiben. Wie eine Vision. Man ist hingerissen. Die ganzen Eindrücke müssen sich ersetzen. Dann zum Max Prospect Place, Apartment, 18. Stock.
Fantastisch. Kubanischer Diener. Cocktail. Draußen Galerie. Tief unten der East River. Entschuldige, ich schreibe hier zwischen den vielen Besuchen, die mich treffen. Alles Woodstocker Künstler. Ich habe kaum Konzentration. Der Lautsprecher spielt ununterbrochen neue Melodien. Bin von der Fülle der märchenhaften Eindrücke der ersten Tage überwältigt. Alle raten mir, hier zu bleiben, meine Familie herüberzubringen. Doll. Bin von allem halb besoffen. Meine Gedanken sind oft bei euch drüben. Es scheint mir, als lägen 50 Jahre, symbolisch, zwischen drüben und hier. So vollständig anders ist's hier. Staune, wie bekannt ich hier bin. Die Art Students League-Affäre hat mich hier sehr populär gemacht. All das ist so überraschend für mich, doll. Schon auf dem Schiff wurde ich interviewt. Die Touristen staunten plötzlich, als das Reporterboot kam und drei Gentlemen, aber so typisch amerikanische Reporter, kamen und riefen, "Where is Mr. Gross?" Einlage. Schleudermusik, Rex, und haltet die Beine fest. Great Northern Hotel, 118 West, 57. Straße, Raum 1128, New York. 6. Juni 1932. Liebe Eva. Heute früh kam ich von Woodstock. So sausten wir mit dem Zug um die Wette. Am Bahnhof in Kingston mussten wir halten, weil gerade ein Güterzug ausfuhr. Da sah ich zum ersten Mal, wie richtige Trams aufsprangen. Großartig. Gestern gab McEvoy, ein Journalist, eine große Party für mich. Cooking outside. Drehende Spieße in einem alten Kamin, viel Bier, selbstgemacht, sehr nett. Dann waren wir bei Max Schmeling down in Kingston. Für die Boys war das natürlich ganz groß, als ihnen der Weltmeister, The Black Yulin from the Rhine, die Hände schüttelte. Wir sahen ihn dann Showboxing, einfach toll. Morgen kaufe ich mir echt amerikanischen Panama-Hut und Palm Beach Suit. Ich bin noch elastisch genug, das fühle ich hier ganz deutlich, mir hier etwas Neues aufzubauen. Ja. So kann man noch mit 39 kindlich begeistert sein. Ihr seid ja drüben alle so verknistert. Das fühlt man erst hier. Es ist terrible hot, awfully warm. Aber ich befinde mich großartig. Weil meine kindlichen Wunschträume sich erfüllen, macht mir das alles gar nichts. Umarmung und Kisses. Liebe Freunde, ahoi, seid gegrüßt, Boys, über den Atlantik. Den Urwald zogt ihr auf Noten mit eurer Banjo-Musik der neuen Welt. Den Hudson abwärts gleitet das Hausboot und dunkle Nächte und die schwarz behaupteten Nigger. 8. Juni 1932. Mac arbeitet an einer neuen, echt amerikanischen Show. Sah die Skizzen für die neue Show Amerikaner. Und Human spielte einige neue Schlager in Negermusik am Klavier, wozu er wunderbar pfiff, synkopierend seine Klaviermusik. Für mich interessant, so am Kochtopf dabei zu stehen, in dem eine neue Show gekocht wird. Ein Stück typisches Amerika, die Männer in Hemdsärmeln, mit dicken Zigarren, Hosenträger, in Ledersesseln lümmelnd, die raue Melodie der Sprache, das Büro, die halb heruntergelassenen Jalousien, das überall brennende elektrische Licht, merkwürdig. Wie im Film. Überhaupt sind die Leute hier dauernd hinter irgendeinem Geschäft her. Well, Neven, ich sitze hier in so ein feines amerikanisches Hotel und kieke aus dem 8. Stock aus Fenster und besehe mal so die Landschaft draußen. Junge, Junge, oh je. Und kiek mal da hinten. Was ist das? Das ist ja so eine richtige Freiheitsstatue mit der Fackel in der eine Hand und so. Gelegentlich schwankt das ganze Gebäude, also eigentlich hast du das Schiff ja nicht verlassen. Das gibt dir ein ganz neues Feeling und Denken. Well, Boy, so ist das hier. Nun wollte ich dir ja schon lange was tippen. Mensch, the world geht crazy. Aber richtig crazy, Jeze. Was machst denn du denn so? Ich meine, was hast du denn zu melden zu all dem Gerede über unser judet deutsche Reich? Kick mal, ich bin ja nur eigentlich ohne es zu wollen auch so ein Refugee. New York, Bruder.
Neger, Chinesen, rothaarige Iren. Radio City, Staten Island, die Piers. Ging dann zum Broadway, der dicht an der 57. Straße gleich bei der Art League kreuzt. War da noch nicht bei Tage gewesen. Tolle Straße. Zwischen kleinen alten Häusern, rot, mit Feuerleitern außen, unverwittelt Wolkenkratzer. A man blind with a banjo. Popos unter engen Kleidern, Neger wie groteske Autos, 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 Autos. Der Broadway öffnet sich wie eine Spalte. Neger! Und Autos, 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 Autos. Alle Fassaden übersät mit Reklamen, auch bei Tage schon erleuchtet. Kinos schon früh in Betrieb, halb St. Pauli, halb Friedrichstraße, halb Paris. Und dabei durch die überraschenden Ausblicke auf aufgerichtete, schmale Turmhäuser doch wieder gänzlich anders. Mittendurch und 42. Straße plötzlich die Hochbahn, alt und dreckig. Hier ist Ruß in der Luft wie in London. Mitten auf dem Broadway die Streetcar mit bronzenen Sitzen, an Rummelplatz gemahnt. Wie überhaupt vieles da an Rummelplatz gemahnt. Die Fassaden übervoll Vergnügungen anzeigend. Filme mit überlebensgroßen Vergrößerungen der angebeteten Filmhelden. Autogeschäfte glänzend vor Lack der neuen Lincoln-Wagen. Seitlich Auto neben Auto. Ein Neger mit Schuhscheinkiste. Überall stehen desperadohaft sonderbar nervös aussehende Männer in Gruppen zu Dutzenden. Alle Rassemischungen. Halb Gangster, halb Businessman. Was haben die alle zu besprechen? Zigarren, große in den goldplombierten Zähnen. Immer wieder ein eigentümlich verlebter, angespannter Zug im Gesicht, faltig. Ein großer irischer Mann mit nur einer Krücke, weicher Filzhut, Neger mit Regenschirmen, elegante jüdisch-spanische, weithosige, kurzjackige Gents mit gelockertem Kragen, alle Hände in den Taschen. Ein alter, englisch aussehender Greis, dessen Schuhe vollkommen zerschlitzt sind, greift aus einem eisernen Papierkorb neue Zeitungen, setzt sich auf ein Board, nimmt Brille und liest. Ein Showtheater, bunt, verwirrend, for men only. Hey, hopp, los! Radio City, Wall Street, Irving Trust Gebäude. A blind man with a banjo. Popos unter engen Kleidern. Autos, 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 Autos. Paris, scheiß ich drauf. Berlin, na schön, Heimat, Sprache, Vergleiche wie nirgend anderswo. Mag gehen. Rom, Saunest. Petersburg, ekelhaft. Moskau, Proletendorf. London, Hut ab, kühle Hochachtung. New York, die Stadt. New York, die Stadt. Es war Oktober 1932, als ich aus Amerika zurückkam. Obwohl die Sommermonate sehr anstrengend gewesen waren, unmenschlich heiß und besonders ungemütlich für mich in dem backofenhaften, überfüllten Atelier. Trotz dieser und anderer Nachteile hatte mir Amerika gut gefallen. Vor allem dies verzauberte, großartige New York. Über manches sah ich wohl einfach hinweg. Oder ich sah es überhaupt nicht. Ja, ich würde nach Amerika zurückkehren und für einige Jahre dort leben. Mein Vertrag mit der Art Students League war erneuert worden. Das Gehalt war nicht hoch. Aber vielleicht deckte es doch die Miete und das andere, was man zum Leben braucht. Naja,
Man würde ja sehen. Meine Frau hatte mich im Bremerhaven erwartet und ich erzählte ihr noch auf der Schiffstreppe, dass ich nur gekommen sei, um gleich wieder abzufahren. Mein Entschluss stehe fest. Gleich nach Weihnachten würde ich sie und die Kinder nach Amerika bringen. Ich erzählte und erzählte von den Wundern der neuen Welt und dass wir dort unser Glück machen, ja, und selbstredend auch reich werden würden. Mit einem Wort, ich log in meiner Romantik, was das Zeug hielt. Sagen wir so 50-50, denn zur Hälfte glaubte ich das, was ich sagte, wohl selbst. So ein Auflösen einer Wohnung, in der man lange gelebt hat, ist etwas Merkwürdiges. Als zerstöre man ein Schneckenhaus oder eine Muschel. Heute wurde dieses Stück abgeholt, morgen jenes. Langsam bröckelte alles ab. Schon stand ich mit dem Schraubenzieher, um den Kronleuchter abzuschrauben. Was sollte man auch mit einem Kronleuchter in New York? Am 12. Januar 1933 bestiegen wir im Bremerhaven den norddeutschen Lloyd-Dampfer Stuttgart. Am 23. kamen wir in New York an. Am 30. Januar wurde Hitler Reichskanzler in Deutschland. Die proletarischen Massen wehrten sich überhaupt nicht, sondern liefen in hellen Haufen zu dem Erfolgreichen über. Ich habe dieses einfache Umsinken des tönernen roten Kolosses nie ganz begreifen können, obwohl ich, im Gegensatz zu vielen Andersdenkenden, schon damals das Gefühl von Hitlers völligem langewährenden Sieg hatte. Bald kamen Briefe, aus denen ich erfuhr, dass man in meiner nun leeren Berliner Wohnung nach mir gesucht hatte, desgleichen in meinem Atelier. Dass ich da lebend davongekommen wäre, darf ich wohl bezweifeln. Ich beantragte sofort meine ersten Papiere als Einwanderer in die Vereinigten Staaten und nahm meine Lehrtätigkeit in der Art Students League wieder auf. Von Amerika aus gesehen schien halb Europa sich wieder einmal zurückverwandelt zu haben in einen jener höllischen Zustände, wie sie Bosch und Bruegel in seinem Sieg des Todes noch am Ausgang der angstträumenden mittelalterlichen Welt gemalt hatten. War die Welt denn immer so gewesen? Und Deutschland? Das war jetzt nur noch eine Erinnerung. Aber manchmal stieg das Grauen wieder in mir auf und die Schrecklichkeiten kamen hervor aus dem blutigen 13. Zimmer, in das ich sie verbannt hatte. Dann strömte die Erinnerung in meine Bilder. Menschen warteten durch Sümpfe und blutige Nebel. Die Knochen klapperten, das Fleisch fiel ab. Der Abgrund war flach und lang und ewig und niemals zu Ende. Und im knisternden, lodernden, schwelenden Schein der verbrannten Hütten und der vergifteten Erde trotteten sie wie Gespenster, ohne Hoffnung und ohne Ziel. Musik. Stern. Sternchen, wohl tausend weiße Sterne auf blauem Grund. Mir steht der Pint, die Ladeluken sind verschlossen. Es dampft das Schiff, die Suki tanzt Kankang. Geh, sagt der Schorsch, lass mich nun noch mal ran. Wann wird der Frühling wieder milder scheinen? Wann greif ich sommermüd wie dein Popo? Ja, wo mag des Lebens Sonnenhitze schöner scheinen? Somalküste, Pintenheimatklänge? Das Kohlentrümmerlied dröhnt dumpf am Kai. Frau Wirtin hatte einen Diener, der hatte nur ein einziges Ei. So geht das Leben munter weiter. Gewöhnlich ist der Himmel grau, doch manchmal ist er eben heiter. Die Suki und die Eva. Halli, hallo, hallo, halli. Wir tanzen einen Phallustanz, wohl um den großen Rektimschwanz. Die Stimmung ist gehoben, die Nummer wird geschoben. Ach, Buenos Aires, Aires, la la la, la 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 la. Ach, Buenos Aires, am Iztaccualta, da friert es, la 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 la. Komm, du brauner Mestize, schick mir dein Glied in die Ritze. Dich! 7. Juli 1938. Liebe Tante Bess, um Himmels Willen, sende keine alten Bücher von mir. Lass bitte all meinen alten Krempel dort.
Wir haben keinen Platz, verstehst du? Ich verbitte mir solche Sendungen. Lass alle meine Sachen, wo sie sind. Sie gehen keinen etwas an. All diese alte Junk ist, als ob damit gelebtes Leben, nun alt und abgestanden, wieder hervorkommt. Was in Deutschland war, soll dort bleiben. Verstanden? Immer derselbe mit schönsten Grüßen, dein George. George Gross, Hirnzirkus, Gedankenflüge, Hörspiel aus Briefen, Texten und Gesängen, Bearbeitung Michael Farin, mit Bernhard Schütz als George Gross, Schnitt Eugenie Kleesattel, Ton Alexander Brennecke, Regieassistenz Frank Mehrfort, Komposition und Regie Klaus Buhlert, Produktion Deutschlandradio Berlin 2004.